Leute, wo ich sauber machen tu. Krieg ich nach dem Saubermachen noch was zu? Ne Girondi oder manchmal auch ein Aal. Küche ohne sowas, heute kein Personal. Was ich neulich aber kriegte, ui. Sorgt ein dort zu Danke oder Pfui? Also nee, ich denk, ich tick nicht richtig. Monatsabonnement für die Sauna. Igitt. Wusste jetzt gar nicht, was ich sorgen sollte. Schließlich ist ja unser ein nicht in FKK ein groß geworden, nicht? Genie im Einsicht doch, so Nackedei und Haschbeck, ich bin der Frühling und so. Aber, na ja, denke ich, hingehen kannst ja mal. Guckst dir das mal an, kommt dir ja umsonst, ne? Schließlich hab ich mich denn doch mal aufgerafft. Unser ein, der ist ja auch mal abgeschlafft. Braucht Erholung von der ganzen Schrubberei. Und mein Emil, der sorgt auch, was ist dabei? Also geh ich nach der Sauna hin, weil ich auch ein sauberer Mensch bin. Hab ich ja erst fix geniert, logisch. Denn hab ich mich aus den Plönen rausgeschält und bin rein in die warme Stube. Mein lieben Kupaschinski, da war dir das vielleicht heiß hin. Ich denn ja rauf auf den Grill und geschwitzt. Und den Achterrand die Ganzmassage wollt ich euch erst gar nicht. Meint, wo ein doch so viel liest, so von den Massagesalons. Aber frage man als ganz anständig und solide. Na, anders hätte ich mein Emil auch nicht mitkommen dürfen, nicht? Und nun habe ich mich schon richtig angewöhnt. Seit ich sehe, wie mich die Sauna fix verschönt. Und ich bleib für immer hier am Institut. Denn eine Putzfrau hat es in der Sauna gut. Weil man froh ist, dass man mich hier hat, krieg ich jetzt auch 10% Rabatt. Na, hab ich mir natürlich nicht zweimal sorgen lassen, ne? Mein, und als Mitarbeiterin hat ein Deutscher ja auch Anspruch auf. Und billiger kommst du doch gar nicht zu. Und das mit der Auspellerei, hoch, dass man auch bloß halb so wild, wenn das ein sich doch erstmal angewöhnt hat. Aussehen tut ein wie der andere. Und schwitzen tun sie alle. Also, ein kann sorgen, was ein will. Ich find Sauna prima.